Mein Name ist Mario Höse, ich bin Küchenchef und möchte Ihnen heute was ganz Besonderes vorstellen, unser Lasenhofsäckchen. Unser Lasenhofsäckchen besteht aus folgenden Zutaten. Wir haben Kartoffeln, Äpfel, rohes Sauerkraut, Zwiebeln, etwas Butter, Speck, Zwiebeln, Würfel, Senf für die Roulade und etwas Kräuter sowie Öl und Fleischbouillon. Zuerst nehmen wir uns unser Hüftfleisch, plattieren das zu einem runden Fleischstückchen mit 16 cm Durchmesser. Hierbei gibt es vielleicht einen Trick. Ich benutze sehr gerne Plastikfolien, um dass die Roulade schön dünn wird, aber nicht zerreißt. Die Rinderroulade lege ich jetzt in die Plastikfolie rein. Ich habe sie vorher geöffnet auf der einen Seite. Jetzt können wir sie schön dünn auf ca. 3 bis 4 mm plattieren. Nachdem wir fertig sind, sehen die Rinderrouladen so dünn aus. Sie haben ca. die 16 cm als Durchmesser und wir befüllen sie jetzt. Nachdem sie ausgelegt sind, würzen wir sie mit Salz, Pfeffer und mit Senf. Nicht zu viel von dem Pfeffer, weil wir die Außenseite auch nochmal würzen werden. Jetzt wird unser Senf in die Roulade reingetan. Ein Löffel ist völlig genug. Das Ganze verteilen wir schön gleichmäßig über die Roulade. Nachdem wir das jetzt getan haben, werden wir unser Zwiebelwürfel in 1x1 cm große Stückchen sowie Speck und Gurke in die Mitte füllen und dann zu einem Säckchen zusammenbinden. Ganz wichtig immer zum Beachten, es muss rund sein. Darum heißt es Säckchen. Wir schlagen zuerst die gegenüberliegenden Seiten zusammen und dann die zwei restlichen, sodass das Säckchen geformt wird. Jetzt wird es im oberen Teil zusammengedrückt, die Luft rausdrücken und wir formen schon mit zwei Fingern, mit dem kleinen und mit dem Daumen, das Säckchen. So sieht es schon fast perfekt aus. Nochmal, die gegenüberliegenden Seiten. Jetzt die zwei restlichen. Und das machen wir bei allen anderen auch. So, jetzt werden wir uns die Kordel zurechtschneiden. Und nachdem werden wir die Rouladen schön zusammenbinden oben. Wir fangen jetzt an, die Kordelstränge ca. 50 cm zu schneiden, sodass wir mehrmals den Kopf umwickeln können. Davon machen wir das viermal. Wir setzen die Kordel in der Mitte an, ziehen etwas zusammen und achten darauf, dass das ganze Fleisch zusammengebunden wird oben, damit es beim Braten sich nicht öffnet. Das letzte Stückchen schneiden wir ab, damit es nicht so weit übersteht. Und fertig ist das erste Produkt. Und das machen wir bei den anderen dreien auch noch. Immer sanft ziehen, weil das Fleisch ja sehr dünn ist. Sonst ärgert man sich, wenn es wieder aufgeht. Werden wir das jetzt in die Pfanne geben zum Anbraten, aber vorher nicht vergessen, mit Salz und Pfeffer noch zu würzen. Lassen wir die Pfanne ganz kurz anheizen, geben etwas Olivenöl in die Pfanne. Das Öl ist heiß, wir sind bereit. Wir geben jetzt unsere Säckchen mit der unteren Seite zuerst in die Pfanne, damit es schön kross und goldbraun angebraten wird. Jetzt nach 2 Minuten sehen wir schon die goldbraune Stelle. Wir drehen es jetzt auf die Seite und wenden es ja auch alle 2 Minuten. Hierbei nicht zu viel Hitze nehmen. Das heißt, wenn wir das zu stark anbraten, reißt uns die Roulade auf. Das wäre sehr schade. Wenn das Öl etwas verschwindet, können wir noch etwas dazugeben an Fett. So, die Rouladen sind fertig. Jetzt können wir sie rausnehmen, geben sie in ein mittelhohes Gefäß. Das heißt, wo alle vier schön nebeneinander aufgestellt reinpassen. Den Herd kurz runterdrehen, damit der Rest nicht verbrennt. So, und jetzt werden wir den Rest an Speck, Zwiebeln und Gewürzgurken noch mit dem Bratenfond anbraten. So, etwas Olivenöl wieder. Und nicht zu heiß. Auch nur leicht anbraten,
Das Ganze löschen wir mit unserer Fleischbouillon ab, sodass die ganzen Bratrückstände in die Soße übergehen, weil das ist der Geschmack. Das geben wir jetzt zu den Rouladen mit zu. Füllen den Rest der Fleischbouillon mit auf und geben das Ganze bei 160 Grad Umluft ca. 2 Stunden in den Ofen und lassen es langsam schmoren. Des Weiteren nappieren wir, das bedeutet mit dem Löffel, dass wir die Soße immer überziehen, ab und zu, ich sage mal alle 15-20 Minuten, sodass die Kruste oben nicht so sehr verbrennt. 160 Grad wähle ich, weil es eine schonende Art ist. Wir könnten jetzt auch das viel stärker erhitzen, aber dann verbrennt mir das Fleisch zu sehr. So, unsere Rinderrouladen sind fertig. Perfekt. So. Jetzt werde ich die Rinderrouladen aus der Flüssigkeit entnehmen. Später gebe ich die Flüssigkeit nochmal in einen Topf, koche das auf und püriere das Ganze, sodass wir die Soße für die Roulade gewinnen. Und richten die Kartoffeln im Uhrzeigersinn auf 12, auf 6, auf 3 und auf 9 Uhr an. Das Sauerkraut geben wir in die Mitte. Auf das Sauerkraut setzen wir unser Lasenhofsäckchen und nappieren mit unserer Soße über das Säckchen. Und später aus unserem Garten habe ich sehr gerne noch als Garnitur Rosmarin und Thymian. Das rundet unser Gericht ab. Unser Lasenhofsäckchen ist fertig. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Haben Sie Fragen zu dem Gericht, kontaktieren Sie mich. Ich helfe Ihnen gerne. Dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. Ihr Mario Höse. Sei auch du dabei. Teile dein Rezept und zeige dein Können auf Topfgucker.tv. Nutze die Vorteile als Kanalmitglied und erweitere deine Reichweite. Jetzt mehr erfahren